Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend zu Horizon Forbidden West. Ich bin euer Dante und zusammen zocken wir noch. So, also siehst du, das fällt mir gerade ein. Ich habe mein Mikrofon und so schon umgestellt, dass Windows da nicht mehr gleich was ändern kann. Aha. Das finde ich super duper deftig geil. So, dann grüße ich erstmal Alisea. Hoffe, es geht dir gut. Und gleich vorweg an Alisea. Solltest du noch einmal irgendwie was vorsagen, höre ich sofort auf mit dem Stream und mache daraus ein Let's Play. Dann wird das nicht mehr live gespielt, sondern dann mache ich daraus ein Let's Play. Weil vor 2 Wochen musste ich nämlich dann erstmal meinen Chat minimieren, weil du schon wieder was vorgesagt hast. Nee. Das ist der Punkt. Halte dich bitte dran, ansonsten beende ich dann sofort den Stream, weil dann habe ich da keine Lust drauf. Und jetzt gehen wir weiter. Also jetzt muss ich noch gucken, Quest. Ich hatte davor nämlich nachgeguckt. Nein, nicht Quest, sondern Fertigkeiten. Weil ich da ja noch den Baum fertig machen wollte. Ich war hier drinnen, genau, Feuerstoß, nein. Alter, war doch das noch das eine Geile da dran. Irgendwie, das ist irgendwie nur mit diesem Resonator. Luftschlitzer. Geil, aber ich suche dieses Blocken. Elbmond. Hey, Sailor Moon. Das ist ja geil. Bei diesen Block Wirbelsense. Das finde ich voll komisch, dass diese Dinger erst so dass du so brutal beigehen musst zum Freischalten. Das ist ein bisschen hart. Aber welche habe ich doch schon. Nee, das hatte ich ja erst später freigestellt, weil dort ja hier in diesem Kampfareal mit dem Blockbrecher war. 1, 1, R2. Das aus. Okay. Wenn ich weiß, wie das aussieht, dann kann ich das machen. So, Fallensteller, Überlebende. Eindringling war ja unsere schöne, nette Schleichaktion. Schützender Schuss. Das ist für den Scharfschussbogen. Stiller Schlag Heilung. Genau, stelle Gesundheit wieder her, wenn du den stillen Schlag benutzt. Ich dann wie so ein Ninja so. Wow. Oh, stiller Schlag. Passiert, stiller Schlag verursacht mehr Schaden. Das finde ich sehr gut. Nehmen wir. Das sind ja auch gleich 2 Punkte. Diese Kosten. Diese unnötigen Kosten. Das ist so hart. Hören Sie mit R2 Tippe R1 an, um. Oh, dass man schon wieder da antippen muss. Egal. Ja, aber wenigstens das schon mal freigeschaltet. So. Tor des Todes nicht. Schatten im Westen. Gib dich zu der Eklipse. Mal kurz gucken, wo das war. Oh Scheiße, das ist die ganz lange Reise. Weil hier ist eine unbekannte Brutstätte. Noch, glaube ich, auch hier oben irgendwo eine? Oder war das die unten? Könnte auch oben gewesen sein. Bin ich im Grunde nicht so ganz sicher, aber nee, das muss die gewesen sein. Die hier. Ich sehe gerade, dass die Mission definitiv näher dran ist. Machen wir nämlich die hier. Was die? Nee, Schlusslichtschatten. Nein. Sie haben wir hier noch eine? Rede mit dem Lehrmeister? Ist das? Nee, darauf habe ich jetzt keine Lust. Das ist da, wo ich schnitzeln muss. Keine Mission. Okay. Haben wir noch ein Fragezeichen? Das will ich mir noch angucken. Und dass wir da noch ein Fragezeichen haben, kann ich nicht verstehen. Ist mir aber auch egal. Wobei, ich komme hier definitiv nochmal her. Aber ich will nämlich erstmal das hier machen. Nicht zu dem Porten? Dafür muss ich erstmal ein Feuer suchen. Moment. Ach ja, ich habe ja auch nachgeguckt. Habe Klamotten. Outfits. Die sind voll scheiße.
Hier habe ich zwar nur 4-4 und so, ne? Da ist die schon stärker, aber yay. Haut mich nicht vom Hocker. Die ist ziemlich bauchfrei. Kriegt mir auch nicht so viel. Es ist nicht meins. Wieso eingesperrt? Nee, ich habe da jetzt extra eine Spawnzone eingerichtet, wo gespawnt wird. Jetzt dürfte es dort keiner mehr reinkommen in den Kasten. Eigentlich. Und uneigentlich weiß ich es nicht. Aber weil ich nämlich gerade hier oben nämlich die Outfits anzeige und die Werkbank sehe. Soll ich mal kurz gucken, ob ich die Rüstung aufwerten kann? Ja, hol euch definitiv dann da raus, früher oder später. Hä? Ja, warum denn auch? Kannst dich entweder selbst befreien oder du lässt es. So, dann kann ich die hier wenigstens noch upgraden, dann kann ich da wenigstens das leere Gewebe da noch einen reinsetzen. Hoffe nur, dass das auch dann so wie im ersten Teil ist, man das dann auch entfernen kann wieder. Fernkampfverteidigung, Nahkampfverteidigung. Ich will Nahkampfverteidigung drin haben. Ah, so machen die das. Ah, okay. Ja, das gibt es als Bonus, die Konzentration. Okay. Feuerverteidigung, Löschwasserverteidigung. Ja, dann machen wir mal die Fernkampfverteidigung. Das mit der Konzentration, das nutze ich eh jetzt noch nicht. Aber gut. Also, wie es aussieht, kann ich das jederzeit austauschen. Ein Gewebeplatz wurde für deine. Ja, leck mich doch am Arsch. Hatte selbst herausgefunden. Du stehst schon die ganze Zeit beim Feuer. Aber egal. Schnellreise kostenlos. Ja, ist am nächsten dran. Ich möchte da kostenlos hinreisen. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Uralte Autos und Busse können wertvolle Beute enthalten. Ich finde schon krass, dass Autos und so lange eigentlich noch existieren. Über die ganze Zeit hätten eigentlich der Rost schon eigentlich. Ja, 300 Jahre müssten sie ein Auto komplett aufgefressen haben. Eigentlich. Plus, minus. Das hier aus. Hä? Was denn? So. Ist das noch? Irgendwo ist noch ein Fragezeichen? Naja, am Anfang vom Ende war ja nicht mehr so viel. Da war die Erde ja nur ein toter Felsen. Oh, trotzdem, ne? Ich finde schon krass. Was ist jetzt hier? Immer so schnell. Wann kann ich dich nicht mehr bremsen? Denk mal, du bist das Fragezeichen, ne? Ja. Ich will da durch, dahinter ist Loot. Was für eine Schweinerei. Ja, da kommen wir eh noch hin. Aber die Fähigkeit habe ich noch nicht. Mit Überresten der Menschheit, stimmt, ja. Ich gehe nicht einfach nach. Mit diese Logik von diesem Navi, ey. Verdammt, verdammt, verdammt. Yay! Ein bisschen Reinholz wieder. Heiliges Holz.
Das war der Flug. Will ich nochmal kurz austesten. Ah ja, das ist der Blocker. Okay. Klein aufheben. Ich hab gedacht, ich flüge jetzt hier Gänseblümchen. Bohnenstängel. Halt mit ihren Steinen, ne? Ist voll die krasse Atmung gerade. So richtig krass. Könnte man entweder für einen Horrorfilm benutzen oder für ein Picknick. Das müssen die Plünderer aus Fahrlicht sein. Da scheint irgendwas vorzugehen. Neben unserer Rüstung müssen alle anderen wie Schrotthaufen aussehen. Glaubst du wirklich, du schaffst? Hero, komm mal auf zu quatschen da. Habe ich dir je weniger als Perfektion angeboten? Ist er fertig? Mensch. Anscheinend. Hier gibt es wieder was zum Lesen. Soweit? Muss ich nur noch sehen. Da ist es. Das Blättervolk. Gescannte Glyphen. Schriftrolle. Ein hastig geschriebener Bericht in groben Glyphen verfasst. Okay, ich bin nach Reinklang gegangen, wie du wolltest, und habe meinen Charme spielen lassen. Hier also mein Bericht über die angedachten Handelsbeziehungen zu den Utaru. Das wird nix. Das kam gerade so raus, so weißt du, mit dem Lesen so, ich lese jetzt nicht weiter. Doch, ich lese weiter. Zunächst mal möchten sie keine Fremden und mögen sie keine Fremden und misstrauen allem, was irgendwie mit den Kaja zu tun hat. Das kann man ihnen nicht vorwerfen, aber es bedeutet, dass das Bündnis mit Sonnenkönig Awad ein echter Nachteil für uns ist. Ich dachte, es wäre schlau, uns Osaram als freundlicher darzustellen als ihre barbarischen Nachbarn in den Clanlanden. Aber das kam nicht besonders gut an. Ich schätze, sie haben mit denen irgendeinen Waffenstillstand geschlossen, von dem wir nichts wissen. Fazit. War zu weit. Ja, Mist, ich war zu weit. Entschuldigung. Alles gut. Durch deinen kurzen Räusper. Nicht geklappt mit der Zeit. Alles gut. Die Utaru halten uns für weniger vertrauenswürdig als die Tenakt. Stellt sich das einer vor? Zweitens, ganz offen gesagt, die Utaru sind sonderbar. Sie haben einen großen Beschützerinstinkt gegenüber allem, was sie als lebendig ansehen, und das schließt auch ihren Hopfen ein, den du unbedingt willst. Für sie ist er nicht nur eine Pflanze, sondern heilig oder sowas. Der Gedanke, ihn unseren schmuddeligen Händen zu überlassen, hat sie angewidert. Drittens, und das ist der wichtigste Punkt, sie sind am Verhungern. Die Plage hat ihre angebauten Pflanzen befallen und die meisten von ihnen essen kein Fleisch. Die sind erst behindert. Sie würden das bisschen, was sie noch haben, nicht für alle Zahnräder des Anrechts hergeben. Wie du mittlerweile vermutlich ahnst, lief mein Besuch hier nicht besonders gut. So viel Missbilligung habe ich nicht mehr erlebt, seit mein Cousin mit einem Kaja durchgebrannt ist. Ich habe ihnen Hauptquellbier angeboten, um alles etwas aufzulockern, aber sie wollten nicht. Weißt du was, die trinken? Blätteraufgüsse. Das ist einfach schmutziges Wasser. Nennt man auch Tee. Aber Schatz, du kannst gleich weiterlesen, weil ich weiß nämlich, dass da nämlich auch noch eins ist. Alles klar, dann trink ich mal ein Schlückchen. Du ist das einfacher. Ja, denke ich doch auch. Genug gestöbert. Gescannte Glyphen. Buch. Ein Tagebuch verfasst in akkuraten, sauberen Glyphen.
Wir haben die Teile zu Geld gemacht. Ich habe durch einen Verkauf mehr verdient als durch die letzten 4 Stöberstellen zusammen. Und die Maschinen nehmen kein Ende. Für jede, die wir zu Schrott machen, kommt sofort eine neue nach. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass die Beute knapp wird. Und den Feuern der Schmiede sei Dank dafür. Ich werde allmählich zu alt zum Stöbern. Das Klettern, das Kriechen, das Aufstemmen. Selbst mit den Knieschützern, die ich erfunden habe, war das alles zu viel für meine alten Knochen. Und dann noch die Konkurrenz. Seit diese verdammten Schattenkarger Waffen in den Ruinen gefunden haben, scheint jeder Bandit und jeder Raufbold zu glauben, etwas finden zu können, das ihn unbesiegbar macht. Falls ein Sturz oder eine Unaufmerksamkeit bei einer Maschine dich nicht tötet, tun es diese Plünderer. Die Ruinen waren früher still und verlassen, besondere Orte. Jetzt scheinen die Leute sie als Lagerhäuser anzusehen. Ich schätze, mich hat einfach die Zeit überholt. Also habe ich meine Scherben in dieses Schrottlager investiert. Es wird immer jüngere Jäger geben, aber das Können, das ich mir beim Stöbern angeeignet habe, lässt mich Maschinen so ausweiden, dass ich den besten Preis erzielen kann. Das sollte mich über Wasser halten, bis es Zeit wird, ins Anrecht zurückzukehren und mich zur Ruhe zu setzen. Warum? Jetzt gucke ich nochmal nach, nicht, dass ich hier noch irgendwas habe. Dann mach das mal. Du hast da draußen starke Konkurrenz. Du glaubst, die anderen Trupps machen mir Sorgen? Nö, mehr sehe ich nicht. Vielen Dank, mein Schatz. Bitte. Die nicht. So, ich mach mit euch. Geht ab! Wenn das nicht die Retterin von Meridian ist und meiner Unternehmungen. Larenz, sag hallo. Hallo, schön dich zu... Ja, wenn sie nicht gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht hier stehen. Ah, scheußliche Sache, was die Tenakt mit der Gesandtschaft gemacht haben. Aber alle im Pfahllicht sind dankbar, dass du sie verjagt hast. Das ist also deine Bergungsoperation. Bessere Bauteile findest du nirgendwo im Westen. Und bald werden wir noch mehr zu bieten haben. Der Westen war viel zu lange, naja, verboten. Gefährlich. Aber wenn wir eine Rüstung bauen könnten, so stark und auch so sicher, dass dir hier draußen wirklich nichts mehr gefährlich werden könnte. Die würde ich dann zu gern mal sehen. Na, selbstverständlich. Und deshalb habe ich meine talentiertesten Plünderer gebeten, genau diese Rüstung zu bauen. Jeder wird sein Werkstück vorstellen. Die beste Rüstung geht in den Verkauf. Für Jäger wie dich. Glückspilz. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich habe etwas in Kettenkratz zu erledigen. Larenz kümmert sich währenddessen um dich. Ich bin so gespannt, was du mir präsentieren wirst. Es wird toll. Es wird die anderen aus der Schmiede blasen. Jetzt bitte hilf mir. Du musst mir helfen. Wovon redest du? Die Rüstung. Ich habe schon ein Dutzend Versionen gebaut, aber keine ist gut genug. Und es gibt andere Trupps, weiter westlich. Wenn die eine bessere Rüstung hinkriegen, dann kann ich diese Scherben vergessen. Du kriegst einen Preis, wenn Keruf deine Rüstung auswählt? Einen großen. Und ich habe das perfekte Design. Ich brauche nur die Bauteile. Und das schnell. Also, vielleicht könnten wir einen Vertrag abschließen und du besorgst sie mir? Was für Teile brauchst du denn? Panzerwandererbehälter. Ihre Panzerung ist äußerst widerstandsfähig. Das gibt die perfekte Rüstung. Das weiß ich. Ich glaube, das kriege ich hin. Ah, dank der Schmiede. Hier in der Nähe ist eine Herde. Hier ist der Vertrag. Ich sage dir alles, was du wissen musst. Du erledigst die Maschinen. Und meine Leute holen die Behälter. Ich sehe mir das später an. Danke. Zähl auf dich, Aloy. Die mehr nicht? Eine weitere Beuteunternehmenlage erfülle Larenzverträge Herdenhinterhalt. Wir gehen jetzt nochmal mit dir quatschen. Aloy, hast du schon diese Bauteile für mich? Ich arbeite dran. Handeln kann ich bei ihm, deswegen. Nähreisepakete.
Lohe. Wie, Reinholz nur 200? Willst du mich arschen? Ja, schon mehr. Elchschlund. Ja. 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 Was? Rieser Rotohrhorn. Itschlundzahn. Eishorngeweih, wie krass. Dornrückenschuster. Legendär. Legendär. Was? Oh. Woher soll denn das sein? 990 Metallscherben? Ernsthaft? So 5 Stück wenigstens kaufen. Das ist ganz gut. Sehr schön. Also, nur, dass ich 5 habe. Krieg diese Rüstung hin. Ich weiß es. Gut. Kann ich das jetzt holen, das Zeug? Bitte, Footwork. Ja, den Hinterhalt. Quest aktivieren. Oi. Warum? Hier, unbekanntes Lagerfeuer, Tor des Todes. Ah ja, okay, das ist eh schon die Richtung, wo wir hin müssen. Wir könnten dann von hier rüber und mal die Brutstätte dann machen. Ist das ein Känguru? Rundschläger-Areal. Ähnlichkeiten mit einem Känguru. Gut. Dann werden wir doch da mal lang laufen. In diese Richtung. Ich sollte erst den Vertrag lesen, bevor ich auf die Jagd gehe. Okay, den Vertrag. Nicht bei dem jetzt? Hoffentlich kommt Kerov nicht so.